Hey, von der Sonne und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Trainer Go. Nachdem ich euch mal grob durchgezählt habe, bin ich erst bei 8 Overviews, bin ein bisschen länger weg, von daher kann sein, dass in ein paar Tage nichts kommt, aber ist auch mal gut. Ja, was gibt's Neues? Heute Morgen gab es einen tollen Verbrauch. Bevor ich jetzt darüber erzähle, zeige ich euch mal kurz das Bild. Dann machen wir das kurz zu. Das ist das Bild, das ist halt von JB festgehalten worden. Mein Screenshot habe ich durch meinen Neustart des PCs natürlich weggehauen. Von daher Quelle JB. guckt euch das an. Was sehen wir hier? Wir sehen ja das Event-Aufladegeschenk ohne irgendetwas drin. Heute ein Aufladegeschenk, der gleiche Shit wie sonst auch. Aber das ist nicht der Punkt. Der springende Punkt ist wieder diese Mail. Aufladegeschenk. Event. Lieber Trainer, aufgrund technischer Probleme war es nicht möglich, die Aufladegeschenke zu erhalten. Ja, eigentlich groß, aber ist okay. Dieser Fehler wurde nun behoben. Diese Trennung von Wörtern macht mich hier in dem Spiel so alle. Jeder, der vorab aufgeladen hat, bevor dieses gefixt wurde, heißt heute zwischen 5 Uhr und 10 Uhr. 4,5 Stunden hat das gedauert, die Geschenke einzufügen. Meldet sich bitte mit Jar-Name, Server, Screenshot von Aufladung, Screenshot des Aufladegeschenks und dem Wunsch des A- oder B-Geschenks beim Facebook-Support. Danach wird es von den Tests zugeschickt. Tut uns leid für den Fehler. Liebe Grüße, GM. Die Mail kommt von Supportern oder wurde von Supportern vorbereitet und das ist nicht das, was mich so aufregt. Was mich persönlich aufregt, ist, dass ich heute früh Allianzversammlung gespielt habe. Ganze 3 Spiele, weil ich heute ein bisschen eher wach war. 3 Spiele Allianzversammlung. In allen 3 Spielen hatte ich den Bug. Ich konnte nicht angreifen, bei mir ist einfach die Zeit runtergelaufen. Mir wurden keine Attacken angezeigt, nix. Und mein Gegner, war auch was kommt, Butzi, einmal von meinem Server, konnte einfach angreifen. Das heißt, ich musste Autokampf kämpfen und mein Gegner konnte angreifen. Habe ich mich Gott sei Dank null aufgeregt. Und ich als ruhiger Typ, der einfach alle früh um 5 auch zusammenbrüllt, na, da bin ich halt ein bisschen auf Gegenwehr gestoßen, dass ich doch bitte um die Uhrzeit nicht so viel rumbrüll. Von daher, das Spiel regt mich maßlos auf aktuell. Wirklich maßlos. Deswegen kann ich zum aktuellen Zeitpunkt nicht versprechen, dass ich nach dem Urlaub das Spiel überhaupt noch anfasse. Das kann ich nicht versprechen. Gerade Ring of Lysium, klar, regt mich auch auf, aber ich habe mehr Freude dran. Und hier ist einfach so ein das funktioniert nicht, das funktioniert nicht. Oh, ein Ash Panferno oder was 40k kostet, macht ein Hooper platt, weil es einfach broken as fuck ist. Und Hooper kostet 140, 150.000 Diamanten. Ist auf jeden Fall logisch, Spiel. Ist einfach traurig. Deswegen kann ich, wie gesagt, nicht versprechen, dass ihr meine Stimme noch zu dem Spiel nach meinem Urlaub hört. Ja, Excel. Das nur mal als Vorwarnung. Andere Spiele sehr gerne. Bla bla bla. Aber Trainer Go weiß ich nicht. Am meisten freue ich mich tatsächlich über meine 2 Hater. Die machen mir am meisten Freude. Das sind sogar die 2, die auch um meine Uhrzeit wach sind. Ich mache das Video meistens gegen 6 Uhr. 25, 6.30 Uhr raus, je nachdem, wann ich mit mit Frühstück fertig bin. Dann mache ich das so ein bisschen nebenher. Und was soll man sagen, die 2 sind als erstes wach. Und gerade heute Morgen, ne, wo ich schon den richtig guten Tag hatte, Allianzversammlung komplett verbuggt. Ne? Bin ja noch in der Experteninstanz und da geht es halt 100 Punkte bergauf und bergab und wenn ihr da mal 3 gewinnt, bis halt 300 Punkte oben, geht es dann halt relativ schnell voran und ich wollte zwar jetzt noch top machen vom Urlaub, werde ich jetzt aber nicht mehr schaffen, deswegen diese Season nicht ganz oben bei der Allianzversammlung dabei, weil ich war so sauer, ne, voll gepult, man sieht 2 Dislikes, ne, ich hab's, normalerweise ist mir das scheißegal, aber diese Statistik 0:2, mir richtig auf den Sack. Und wenn mir mal einmal was auf den Sack geht, geht mir alles auf den Sack. Und da war ich heute morgen richtig pisst. Wollte eigentlich sofort wieder alle Videos vom Kanal löschen. Alle. Hab's aber Gott sei Dank gelassen, aber hey.
Immerhin gibt es 2 Klicks pro Tag von meinen Hatern. Grüße gehen raus. Liebe euch. Aber heute Morgen war wirklich alles vorbei. Und das nur wegen diesem Dreckspiel. Wobei, Dreckspiel ist wirklich falsch formuliert. Das nehme ich zurück. Diese Dreckstechniker. Das ist so ein schönes Spiel und die kriegen nichts geschissen. Bugs von Pokémon. Ne. Bugs oder Darstellungsfehler bei Aufladegeschenken. Nö. Bugs bei Geschenken fürs Ausgeben. Da sind sie sofort da. Damals die Hyperfragmente. Waren sie sofort da. Überall, wo sie quasi indirekt Geldverluste machen. Da passiert nichts. Da passiert was und überall, was quasi nur fürs Spiel ist. Das juckt hier keine Sau. Ist auf jeden Fall Spitzeneinstellung. So als Support. Ah, die Spieler sind unzufrieden. Was könnte man machen? Ja, solange die kein Geld ausgeben, sollen sie unzufrieden bleiben. Das Spiel sieht wirklich von mir 0 Cent. 0 Cent nochmal. Vielleicht sogar weniger. Theoretisch ist es noch möglich. Ich weiß nicht warum. Aber irgendwie kann ich die PayPal-Zahlungen noch zurückziehen. Weil irgendwie angezeigt wird, dass das ein komischer Anbieter ist. Und das PayPal denen nicht ganz vertraut. Zumindest bei mir. Von daher könnte ich eigentlich fast noch meine gesamten Zahlungen zurückziehen. Was ich auch tatsächlich am Überlegen bin. Danke PayPal dafür. Hebt euch das bitte bis zum nach dem Urlaub auf, damit ich dann, wenn nichts kam, einfach sage, jo, das ganze Geld, was ich in den Account reingesteckt habe, her damit. Wäre schon ziemlich awesome. Weil das ist einfach, ich würde das als modernes Scamming bezeichnen. Für mich ist das Spiel aktuelles, modernes Scamming. Wer investiert noch aktuell in das Spiel? Das Thema spreche ich für jeden Tag an. Nur neue Spieler, die nicht wissen, dass es mal besser war. Das ist einfach traurig. Einfach traurig. Das Spiel zerstören die Techniker. Oder die Verantwortlichen, die zu faul sind, sich um Updates zu kümmern. Ich deklariere jetzt einfach als Techniker. Support kann nichts dafür. Die sind genauso gefrustet wie wir. Mit denen können wir ein bisschen abscherzen über Techniker. Aber Rest ist ein richtiger Witzladen eigentlich. Das ist einfach schade. Und da gibt es so viele schöne Spieler. Gerade bei Handy-Anbietern. Da gibt es ja... Wir könnten ja Diablo-Nachfolger spielen. Ob ich ein Handyspiel jemals nochmal auf meinem Kanal, also auf meinem Gaming-Kanal hochladen werde, weiß ich nicht. Klar spielt ja auch privat viele andere Handyspieler. Wo es kein Online-Zwang besteht, wo ich immer mal reingucke, um halt wenn ich Bock habe. Aber ob ich sowas nochmal Let's Play oder sowas, da müsste schon was passieren. Da, ja. Das glaube ich jetzt nicht spontan. Also wenn mir jetzt jemand sagt, ey Julian, komm definitiv, würde ich dies verneinen. Gewissenhaft verneinen. Das muss ich vielleicht dazu sagen. Selbst Product Placement könnte ich mir aktuell nicht vorstellen. Keine Chance. Da müsste ich wirklich so viel Freude an dem Spiel haben, wo ich sage, jo, das will ich mit anderen teilen. Dass das in dem Fall ihr mit mir zusammenspielen könnt, wer Bock hat. Und Trainer Go wäre so ein Spiel, was ich jedem ausreden würde. Haben schon wieder Leute angefragt, wie man das spielen will. Ich habe immer drunter geschrieben, hier, fang gar nicht erst an. Übrigens, gerade eine Meldung bei mir reingekommen, 18.59 Uhr. Es ist 19.01 Uhr. Gericht spricht Drogenboss El Chapo schuldig. Wo soll ich denn jetzt mein Stuff herbekommen? Danke, ihr Wichser. Danke. Könntest du ein... Oh, insane. Du bist insane inkompetent. Ganz ehrlich, ich gebe das jetzt auf. Das kannst mich mal. Ist der AFK oder ist das ein Zeitspieler? Auch, dass sie nichts gegen Zeitspieler machen oder... Das ist Richard Drecksladen. Gut, ich bin jetzt vielleicht auch noch gefrustet von heute Morgen, ne? Gebe ich zu, bin jetzt nicht ganz neutral. Aber das bin ich bei dem Spiel schon lange nicht mehr. Und jeder, der plant, eine große Investition zu machen, hebt euch das Geld auf, vielleicht verkaufe ich ja meinen Account. Ha! Einfach behindert. Und ich wette, sobald ich das Game gekühlt habe, kommt ein Update. Würde ich drauf wetten.
Sie, wenn ich Roulette spiele, ich setze auf die 0, 0 kommt nicht. Ich setze 30 Runden in Folge auf die 0, 0 kommt nicht. Ich setze nicht auf die 0, 0 kommt. Immer so. Von daher, ein schlinkiges Arsch langsam. Wir haben alle viel, viel, viel mehr Speed. Muss ich mich mal drum kümmern. Könnte ich mir aber aktuell auch nicht erklären, warum. Ja, hat vielleicht kein vollständiges Set. Das kann sein, weil ich mich damit auch null beschäftige. Weil es mir einfach egal geworden ist. Früher hätte ich wirklich alles dran gegeben, jetzt mein gesamtes Team zu optimieren. Weltenboss mindestens Zweiter zu sein. Auch wenn ich easy Erster holen könnte. Was heißt easy? Ich müsste schon perfekt austarieren, meine Agile-Insekten. Dann wäre ich vor Gourmet. Gourmet ist auch ein hervorragender Spieler, ne? Keine Frage. Aber ich bin aktuell Dritter im Weltenboss. Weil warum soll ich noch Zeit und Mühe in dieses Spiel investieren? Mich regt ja eigentlich... Die Aufnahme geht, ne? Da kann ich ein bisschen Dampf ablassen. Das macht mir eigentlich Spaß. Aber früh, das kotzt mich schon an. Aber wenn ich die Dailies nicht mache, falle ich komplett zurück und bin dann irgendwann permanent Platz 3. Und sollte ich den Account dann verkaufen oder verlosen, ist jetzt erstmal dahingestellt, ist ja natürlich auch kacke. Wenn ich allerdings meine PayPal-Zahlungen zurückziehe, wäre es gesparte Zeit und Geld zurück. Bäm. Aber mal schauen. So, jetzt ein bisschen Abstand von dem Spiel würde mir auch gut tun. Warum hatten wir eigentlich permanent? Entschuldigung. Permanent? Hallo? Stimme? Weiß nicht, warum der permanent kein Gift hat. Ist der so schnell, dass er mich outspeedet? Nee. Glaube ich nicht dran. Gourmet. Guck mal. Es ist immer noch fleißig dran, ne? Ist optimal für seine Zuchtkarten rausholen, etc. Macht er auch wunderbar. Er hat wenigstens noch irgendwo eine Grundmotivation. Ja, weil er Platz 1 behalten will. Er weiß aber, dass ich nichts mache. Aber das ist, glaube ich, das Haupt- oder einzige Handyspiel, was er spielt. Von daher ist es. Ja. Aber das kotzt mich so an. Ich würde in der Zeit, wo ich jetzt hier die Kacke mache und mich mit Insane Arschkopf rumschlage, warum hat. Ach, hat er Eiloten oder sowas? Würde ich lieber 3 Runden Ring of Elysium mega aufs Maul bekommen und wäre glücklicher, als diesen Trick zu spielen. Ja. Das sind so kleine Verzögerungen, die mich schon mega ankotzen. Du hast verloren, Junge. Du kriegst mich nicht tot. Cresselia wird immer irgendwas haben, um die aufzuwecken. Oder halt mein Häuten von... Der Typ, ne? Ich nenne ihn einfach mal in seiner Arschkopf. Komm. Wenigstens drück da ein bisschen durch. Kommen wir mal halt erst dich platt. Ist mir auch egal. Wacht jetzt Meliodas wieder auf? Nö. Jetzt haben wir wenigstens gewonnen. Mittelfinger. Naja. Konnte ich mal wieder ein bisschen Frust ablassen. Nice. Also sind weitere Bugs aufgetaucht. Wundert mich jetzt nicht, ne? Den einen oder anderen auch nicht. Aber hey. Dafür ist das Spiel doch da, wie Bugs funktionieren und wo sie herkommen. Wo sie herkommen ist klar, aber wie sie beseitigt werden ist hier nicht Kapitel des Spiels. Deswegen vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Hoffentlich heute Abend bei Ring of Elysium. Da habe ich mehr Freude dran. Schön mit Öl, haut rein. Mama told me, one day I'ma grow up big and I'ma be a king. And my papa told me, it's okay to sit where shit hurts. Don't forget your dreams, cause they'll get you through this. So-called life to call.